Sag jetzt nicht, Andi ist mit da reingerannt. Nee, Andi nicht, wieso? Der rennt gerade in der Base rum. Alles gut, du bist hier. Okay, nur du. Nee, weil der ist da gerade in dem Augenblick mit dem rechts hoch. Ja, komm her, dann gebe ich dir gerade Zeug. Also erstmal hier Munition. Ersatzrüstung, hier hast du eine Hose. Hier hast du eine Brust. Hände. Kopf gebe ich dir mal was Besseres. Willkommen, meine Klonkrieger, auf dem Server Imperium is back, Ragnarok PvP. Die Götter haben das Video von mir gesehen und haben mich eingeladen, die Höhle mal richtig zu erkunden. Hallo Jungs! Hi! So, ich klebe schon Toys. Ja, dann passt das, ja, können wir ja los. Und Anubis müsste mir Licht spenden. Also hier, Ezio. Du bist der Lichthalter. Obwohl, eigentlich kriegst du immer wieder Licht, wenn ich das hier mache. Ja, aber nicht ausreichend. Ja, auch ist auch immer, wenn ich schieße. Dank Tausendfüßler. Die Jungs wollen mal uns jetzt auch hier in der Höhle was ganz Besonderes zeigen und deswegen bin ich auch im Spectator. Damit das ganze fair verlauft, werde recht vom Server. Mal sehen, was mir die Jungs zeigen. Nur zu zweit? Brauchen wir dafür keine Armee? Nee, das je nachdem, wie man es macht oder ob man schon kennt. Achtung, Tausendfüßler, ne? Sind ja schon so oft durchgelaufen, dass es mittlerweile Routine geworden ist. Na gut, okay, wir haben aber auch ein bisschen besseres Zeug als die meisten und... Ihr wart da schon öfters dort drin, ja. Jetzt. Die mit vom letzten Mal. Schau mal nach, ob vielleicht haben die noch Implantate für Kopfhilfe. Oh, das ist sehr dunkel, jetzt sehe ich nichts mehr. Jetzt kannst du wieder Licht machen jetzt, ja. Die sind jetzt gerade noch nicht so 20 im Durchschnitt. Die war jetzt 135, die hält dann zwei Schüsse aus. 95. Also die sind jetzt hier im Durchschnitt von 1 bis 150. Das Gefährlichste aber hier sind eigentlich nur die Tausendfüßler. Ja. Na gut. Kommt. Die Spinnen, die plötzlich aus der Wand kommen. Ja, ich warte gerade. Eigentlich kommen jetzt gleich noch welche von der Decke und von der Wand da. Okay, das sollte passen. Ja. Hier runterlaufen bringt nichts. Da kann, wenn du Glück hast, ein blauer Loot sein. Man muss rechts an den Leichen vorbei. Achtung, Tausendfüßler. Ja, muss kurz mitschießen. Da die ganze Armee gerade kommt. Na, warte, ich mach mal kurz Kompositbogen. Ja, hat dich der Tausendfüßler erwischt, Ezio? Ja. Knapp verfehlt. Achtung, der ist tot. Der wackelt da behindert rum. Ja. So. Und zwar, die meisten denken ab jetzt hier rechts oder sowas, es geht nicht mehr weiter. Man kann einmal rechts, wenn man da vorne hier in dem Raum bei den Leichen rechts reingeht, hinter ein paar Büschen unter dem Stein durchklettern. Dann kommt man noch in einen Raum voller Fallen. Aber da musst du im Prinzip einfach nur über diese Stolpertreter rüberlaufen. Oh Gott, noch ein Tausendfüßler. An der Stelle war ich im Video. Ja, also da, wo die ganzen tausend Pflanzen mit den Fallen waren. Nee, war man nicht. Also dort das Eingesponnene, das habe ich gezeigt. Moment, dann zeigen wir das gleich kurz. Okay. Ja. Geräusch. Das Verwebte hier, das haben wir gezeigt. Ja, und hier geht's auch weiter, aber... Wir zeigen, wo es weitergeht, aber wir nehmen die Abkürzung damit. Weil sonst dann sparen wir uns gut Zeit. Er lad nach. Oh, da sind ein paar Schlangen. Aha, ein paar. Ich glaube, ich habe die Lücke gesehen zwischen den Kristallen. Ja, da geht es zwar auch weiter, aber da ist noch ein Ex. Da muss man. Da geht man auch nur durch, dann denkt man auch, da geht's nicht weiter, aber da geht's noch weiter. Das ist hier alles. Bei den neuen Höhlen muss man. Verwinkelt. Bei den neuen Höhlen muss man einfach nur aufpassen auf so kleine versteckte Gänge hinter Kristallen, ne? Oder so. Warte kurz. Ich zeig kurz noch hier hinten den Raum.
Sag, wenn du kein Licht hast, ne? Licht! Gut. Ja, das muss Licht sein. So, und zwar denkt man hier, okay, es geht nicht mehr weiter, aber man kann hier unter dem Stein weiter durchkriechen, wenn ich die Stelle gerade finde. Falscher Stein, Entschuldigung, hier drüben. Und da geht's dann weiter runter in den Fallenraum. Aber da gehen wir jetzt nicht lang, wir nehmen die Abkürzung. Dafür nimmt man sich Crappling Hooks mit und Crappling hookt sich einfach hier oben zu dieser Liane rüber. Dann kommt man am Ende zwar ein Stück weiter oben raus, aber ist im Endeffekt genau da, wenn man durch den Fallengang kommt. Also du kämpfst jetzt hier raus, nee, du kämpfst eine Etage, das zeige ich dann gleich, wo man rauskommt. Wir nehmen den oberen Weg. Das ist im Prinzip eigentlich der Ausgang, wo wir gerade durchkommen. Und am Ende ganz gut hier rauskommt. Ja, ich muss gleich die Waffe wechseln, hab nicht so viel Shotgun-Animation mitgenommen. Ich kann dir welche geben, sonst würde ich... Nee, ich hab noch genug Waffen dabei, alles gut. Noch Sturmgewehr, Kompositbogen und so weiter dabei. Und die Sniper, für die Fledermäuse. So, hier oben können zwei Loot spawnen, einer ist, glaube ich, sogar... Ne, der ist eine Etage drunter. Und zwar kann einmal hier, wo ich jetzt stehe, ein Loot spawnen. Blau bis gelb. Dann kann auf der anderen Seite gegenüber, da drüben, ein Loot Crate spawnen. Blau bis gelb. Sagen? Ach, ein Kannibale. Der Kannibale. Ist das ein Insider oder? Jedes Mal, wenn du hier was erschießt, das siehst du bestimmt gleich auch noch. Dann siehst du meistens dann noch so einen kleinen Dung Beetle ankriechen, der dann die anderen Spinnen oder sowas auffrisst. Ding, das ist der Kannibale. So, ne, also hier und da drüben können auch noch, also hier an der Stelle, wo ich jetzt stehe, kann ein Loot Crate spawnen und hier vorne kann auch noch ein Loot Crate spawnen. Blau bis gelbe Qualität. Ah, da machen wir andere Waffe. Was, die hat überlebt? Ah, schon besser. So. Waffenwechsel. So. Und hier müssen noch irgendwo was leben. Okay. Wo ist denn der gelbe Loot? Wo kommt der gelbe Lootschein her? Na egal. Gelbe Loot interessiert jetzt nicht. So. Oh verdammt, da sind so. Die gefährlichsten Tiere in dieser scheiß Höhle. Der über Level 200 werden. Höchste war 300, den wir bisher hier drin hatten von der Fledermaus. Und da ist meine Rüstung im Arsch. Moment, kurzer Satz anziehen. Da. Hose auch wechseln. Der Rest ist eigentlich noch okay. Da, wenn man durch den Fallenraum gegangen wäre, dann käme man hier durch diesen engen Raum Schlitz durch. Und da wäre dann direkt hier schön vollfett in die 1000 Füße und Fledermäuse gelaufen. Wegen von oben runter arbeiten ist schlauer, dann hast du nicht alles auf einmal am Arsch. Hinter uns. Oh, ich hab's gerade gesehen, Alter, hat der mich erschrocken. Eieiei. So. Fledermäuse sind wahrscheinlich eh erstmal alle weggelockt. Irgendein Idiot ist hier bestimmt schon mal reingelaufen. Lange. Hittet mich auch noch, ey. Mal hart. So. Eigentlich kann man hier Jump'n'Run, also müsste man hier Jump'n'Run machen, aber kann man sich auch einfach Crappling hocken. Noch eine Weile. Ja, auf Crappling. Ah, okay, warte, ich schieß sie weg, Sekunde. Boah, ist das. Ende des Todes, ey. Komm mal zu mir. Okay, ist down. Hier, wo ich stehe, spawnt ein Loot Crate. Blau bis gelb nur. Da drüben sieht man ja das andere. Da spawnt ein Loot Crate, blau bis gelb. So, ansonsten spawnt ab hier, jetzt gleich, wenn wir in den großen Raum reingehen, nur rote Loot Crates. Und abwechselnd, ah gut, ab und zu noch ein gelbes, aber... Und du bist die Lava gefallen. Schönen Tag noch. Ja. Warte, ich hab noch, aber ich hab noch genug dabei. Ja, jetzt macht die Lava schön viel Schaden. So, Das Licht ist weg. Ja, aber hier sollte es jetzt hell genug sein. Da ist gleich überall Lava, das heißt hell. Ja, also. Dann wollen wir nochmal gucken. Ein gelbes da und. Ja, du bist sterben. Gott des Todes. Wie konntest du sterben?
190. Ich habe einen Gott sterben sehen. Fleische sterblich. 40. Yeah. Okay. Das ist alles Müll. Geld brauchen wir nicht. Trotzdem mit. Ich dachte, er will die Pflanze über auf der Mauer können schießen. Hey. Felix, sie sind hier ab hier diesem Teil eigentlich nur noch die Fledermäuse. Weil die tun wirklich verdammt weh. Wenn sie dich richtig erwischen, dann boxen sie dich, wenn du Pech hast, auch noch in die Lava. Immer schön Lootquets, Grappling Hooks dabei haben. So, dann haben wir hier. Jetzt gerade keine weiteren Fledermäuse, dann gehen wir hier rüber. Ah, unter mir sind Fledermäuse. Wieso sind da welche? Bam. 190. Ja, haben wir alle Loots, die hier waren. Also eigentlich spawnt in der Mitte oben drauf ein Loot Crate. Hier links nach der Hängebrücke ein Loot Crate. Vor mir nach der Hängebrücke ein Loot Crate. Dort hinten nach der Hängebrücke ein Loot Crate. Und das sind die Positionen. Und hier oben natürlich nach der Lavastelle. Direkt unter mir jetzt hier noch ein Loot Crate. Das sind so die Positionen für die Loot Crates, die hier spawnen. Ja, aber die sind ja für uns jetzt eher unwichtig. So, und hier unten ist der Artefaktraum. Da sind wahrscheinlich auch wieder tausende Fledermäuse. Alter, es gibt zwei in den Dungeons. Und ansonsten sind die überall so kleine Secret-Räume versteckt. Die haben wir heute ja auch alle gefarmt. Woher, Anna, gewiss, wo sie sind? Ein bisschen gesucht. Es gibt ja hier überall so kleine Secret-Höhlen, wo zum Beispiel erfrorene Leute drin liegen, so objektemäßig, und da musst du einfach ein bisschen schauen hinter Wasserfällen, in Ruinen, da sind die überall versteckt. Wir haben jetzt zwar nicht alle, aber alle, die wir erstmal brauchen. Fledermäuse da unten los. Kommt doch her. Was wollen wir machen? Die Brutmutter und so weiter alle töten. Also wir haben jetzt alle Artefakte für die Gamma-Levels geholt. Geben uns mal Fazit, ob dann Tech-Sache möglich sind. Ja, kann ich machen. Ich muss gerade. Hier ist irgendwo eine Fledermaus in der Wand. Oder wir begleiten sie einfach beim Brutmutterkampf. So, haben wir alles gekillt, nichts greift an. Mal schauen, wie man das macht. Dann holt man sich hier hochgelandet, okay. Dann holt man sich hier das Artefakt. Sehe ich einen Toys sterben? Hey, alles gut. Sieht nicht gut aus. Also bei mir sieht es nicht gut aus. Das ist Ansichtssache. Ja, man muss einfach nur das richtige Equip dabei haben. Ja, man darf einfach nur nicht mit der Grappling Hook das Artefakt erwischen, dann löst sich die Grappling Hook direkt wieder. Und jetzt kommen wir zu dem schönen Geheimraum hier in der Höhle. Und zwar der Bossraum. Und was mir nicht gefällt, dass hier Petri stehen. Oh, was ist das? Oh, nö, oder? Sag jetzt nicht, was ich denke. Ey, während die Bossfight dürfe ich jetzt aber PvP machen. Alter, was halten die aus? So, verreck. Na? Irgendwas Feines hier drin? Nee. Ein Okay ist im Chat. Ja. Okay. Ja, mal gucken, ob die da drinnen gerade den Boss machen oder ob sie gestorben sind, während sie den versucht haben. Aber das heißt auf jeden Fall, ich krieg wahrscheinlich entweder gleich Besuch, während ich ihn mache, oder die sind da noch drinnen. Und zwar hier hinter den Kristallen ist der kleine Geheimraum zum Boss. Richtig. Jetzt sehen wir gleich, ob die den schon gekillt haben oder ob sie gestorben sind. Wenn sie gekillt haben, dann... Oh, warte mal, ich muss näher an dich dran, ja. Okay. Ich glaube, er ist da. Es sah zumindest so aus, als wäre er da. Naja, die Kristalle sind ja auch schon wieder da, also das ist schon eine Zeit lang her. Ja, da, ne, er liegt. Der hat sich zurückverwandelt. Okay, die haben ihn nicht geschafft. Da haben wir wieder Loot Crate? Ja, die sind hier vier Positionen. Und unten im Wasser dieser schöne fette Felsen, das ist der Boss. Der triggert. Felsen? Ich hab's jetzt gar nicht. Jetzt gleich, wenn ich drauf schieße, ich muss nur kurz die Waffen auswechseln. Weil ab jetzt brauchst du nur noch Raketenwerfer oder Tech-Waffen. Und. Tech-Waffen, Hanna, ja. Haben wir noch nicht, deswegen müssen Raketen erfahren. Jetzt muss ich aufpassen, dass die nicht reinplatzen. Das wird schön. Ja, dann kriegen sie vielleicht einen Stein von dem Boss ins Gesicht. So, Herr Boss, dann steh mal auf. Ich bin da.
Also die einfachste Taktik ist, es sei denn, er trifft dich direkt mit dem Stein. Die einfachste... Ja, ja, ich habe heute echt nicht Glück. Die einfachste Taktik ist, hier oben in die Mitte sich zu stellen. Man muss halt nur ein bisschen aufpassen, dass er einen nicht wie gerade direkt mit dem Stein erwischt. Dann musst du nämlich direkt deine Rüstung wieder auswechseln, ansonsten bist du das nächste Mal, wenn er dich erwischt, One-Hit. Critical Poo. Wo haben wir den jetzt? Wo ist er hingelaufen? Da ist er nicht, da ist er nicht. Da ist er nicht, der ist wieder vorne. Und hat den Stein geworfen? Also, da du Zeus bist, würde ich schon sagen, das ist einer der Titanen. Also, da, bei dem muss man halt am meisten aufpassen, wenn die Steine fliegen. Und da, wenn du hier oben stehst, da bist du eigentlich sicher, es sei denn, er fliegt... Er läuft gerade rum und du bist schon wieder vorne dran. Die Steine fliegen manchmal gegen die Decke und kommen dann von oben zurück und fliegen, treffen dich dann, da musst du halt aufpassen. Aber ansonsten, jetzt zum Beispiel wirft er gleich wieder einen Stein, dann gehst du einfach einen Schritt zurück, hörst das Geräusch und kannst du wieder vorgehen und dann wieder auf ihn anfangen zu schießen. Der hat, je nachdem was er für ein Level hat, ich glaube diesmal ist er wieder irgendwas mit 400, hat er 80 bis 90.000 HP. Stein sollte jetzt fliegen. Ah, da ist er geflogen. Da wäre er fast noch zurückgekommen. Deswegen muss man da immer schön Raketen mitnehmen. So, jetzt habe ich dann. Jetzt läuft er nicht mehr hin und her. Jetzt steht er eigentlich nur noch da und versucht mich jetzt wieder zu werfen. Gehst einen Schritt zurück und wieder einen Schritt vor. Und dann kannst du weiter drauf schießen. Ab jetzt ist er nur noch auf mich fixiert. Und zwar in einer ziemlich guten Position, weil falls die anderen Idioten da gleich reinkommen, kann ich auch schön eine Rakete in den Eingang jagen. Ja, und er wirft Stein, Schritt zurück und wieder vor. Und wenn er so ist, so ab da, ab dem Moment, kannst du dir schon sagen, dass du, wenn du jetzt nicht gleich ultra-mega-Pech hast, dass du den Boss schon down hast, weil ab jetzt ist es halt eigentlich nur noch mit Raketenwerfer draufschießen und ein Stück zurückgehen. Also easy allein. Also wenn man, sei denn, man hat so ein bisschen Pech, wir hatten schon Tage, da hat der Boss jeden Stein, den er geworfen hat, so geworfen, dass er wieder abgeprallt ist und uns hier oben erwischt hat. Oder dass ich Idiot da mal mit einem Raketenwerfer geschossen habe und dann nach unten gefallen bin, dann musste ich mich mit einer Grappling Hook retten. Und das passiert mir dann 3-4 Mal und dann hast du dann schon deine Probleme. Aber wenn du so die Taktik jetzt gerade, wie ich hier gezeigt habe, machst, dann ist der eigentlich recht einfach. Und da ist der erste Raketenwerfer kaputt. Der wirft jetzt. Jetzt wirft er wieder einen Stein. Und wenn man mehr Schaden machen möchte, zieht man hinten auf diesen letzten Stachel, da machst du am meisten Schaden bei dem Boss. Den, wo ich die ganze Zeit drauf schieße. Ah, jetzt wirft er wieder einen Stein. Und umso öfter du machst, merkst du halt auch, wann der Steine wirft und kannst das auch schon aus dem Kopf raus abtimen, wann du nach hinten gehen musst oder so weiter, bevor er überhaupt anfängt. Kommt mal vor, wie so MMO. Ja, es ist auch bei der Eis. Wie damals Deadly Boss Mode. Ja, das ist auch wie bei, zum Beispiel bei der Eishöhle. Wenn du da jetzt noch nicht so die Ressourcen hast für eine starke Pumpgun oder für eine gute Rüstung, kannst du die auch nicht alleine machen gegen die Eiswürmer, es sei denn, du willst einfach nur durchlaufen. Da musst du dir dann auch ein paar Taktiken überlegen. Und zwar am Anfang, einer geht mit dem Schild vor, tankt, und anderen schießen dann mit Sturmgewehren oder sowas hinten auf den, auf die Todeswürmer ein. Und dann, so, das war am Anfang unsere Idee. Nur das Problem ist dann, wenn Todeswürmer sich von hinten anschleicht und deine Kollegen wegschießt, dann bist du ganz schön gearscht. Aber mal gucken, wie der Boss wird bei der Eishöhle. Der interessiert mich am meisten. Und er ist down. Bumm, da kippt er. Und jetzt muss ich schon aufpassen, dass jetzt nicht die anderen reinkommen und nur gewartet haben, dass ich ihn kill. Ah, jetzt muss ich nur gucken, dass ich jetzt auch eigentlich... Das Schwierigste beim Boss ist eigentlich, glaube ich, das Looten. Weil er sitzt halt auf der Lava, ne? Einmal falsch gefallen oder sowas und du bist tot. So. Und da haben wir den Loot. Und es ist sogar diesmal... Es ist Durchschnitt. Okay, jetzt kann man sich die Loot... Ja, für euch, aber erzähl mal, vielleicht... ich kann es gleich vorziehen, ich hole noch gerade jetzt Loot Crate und dann setze ich mich hinten an die Ecke, dann bin ich da wenigstens erstmal sicher, falls die Spieler kommen. Wir haben ja dadurch gemerkt, dass ich die Petris gekillt habe, dass ich hier drinnen bin. Warten vielleicht auch vor der Höhle. Ja, aber ich gehe nicht vor die Höhle. Boah, der Crappling Hook war ganz schön weit. Okay. Und dann letzten Lootquid einsammeln. Also, jetzt der Boss gerade hat getroppt Wüstenstoffhemd Blueprint mit 175 Rüstung.
Metallspitzsack mit Blueprint 200, ein Sturmgewehr Blueprint mit 270%, dann eine Pike mit 129% Blueprint und noch ein fertiges Sturmgewehr mit 322%. Staffhände mit 35%. Also das war jetzt nicht so der gute Loot, es gibt da viel bessere, da kannst du auch Flak-Sachen und Kompositbogen und sowas finden. Aber das Sturmgewehr Blueprint ist nicht allzu schlecht. Guck mal, das ist das Schöne bei dem Endteil. Ich hatte gerade unten diesen einen Beacon gelootet und den einen Loot Crate und jetzt ist er schon wieder neu gespawnt. Das passiert nicht sehr oft, aber öfter mal hier in der Höhle. Oder spätestens dann, wenn irgendjemand meint, oben gerade neu in die Höhle reinzugehen, dann spawnen nämlich ab und zu auch mal die Loots neu. Ich kann schon mit rechnen, dass eigentlich jetzt gerade einer in die Höhle. Könnte halt da Warnung ja, sein. Ja, kann natürlich auch mit Loot jetzt damit rechnen, dass der jemand gerade neu reinkam. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist, ob der Boss neu spawnt, weil ich war noch nie bisher hier in der Höhle, wenn jemand gerade, also beziehungsweise ich war noch nie hier hinten in der Höhle, wenn gerade jemand neu reingekommen ist. Ich denke, dass der Körper eher schweckt. Na, das hoffe ich zumindest. Hast du den Körper schon mal abgebaut? Der bringt, oder doch, der bringt alles, was ein Steingolem auch bringt, aber ich riskiere es lieber nicht, weil sonst falle ich noch in die Lava, wenn er weg ist. So, dann habe ich jetzt alles, was ich brauche, und dann würde ich sagen, das war halt die Lava-Höhle, ne? So gesehen. Jetzt unser schönen Remote-Teleporter benutzen, um hier abzuhauen. So, das war mal die Höhle mit den Göttern des Wucht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen da. Kommt auf unseren Server mit eurem Tribe, baut euch auf. Und ich begleite euch vielleicht auch mal. Bis dahin, ciao, ciao. Möge die Macht mit euch sein. Puh. Die Lava-Aktion war ja echt eine harte Nummer, muss ich echt sagen. Hoppla. Ich bin jetzt hier erstmal im Saloon gespawnt, weil ich euch nochmal was zeigen wollte. Dafür müssen wir zu unserem Auktionshaus. Ich habe euch ja von der Bounty Hunter Mod erzählt. Hier zeige ich euch gerade hier nochmal. Hier ist unser Bounty Hunter Brett. Die aktuelle Kopfgelder, die gesucht werden. Ja. Die entsprechende Coins, die ihr da dabei verdienen können, können in unserem Auktionshaus hier wieder eintauschen gegen nette Items. Und ich möchte euch hier ein ganz spezielles Angebot nochmal zeigen. So. Es gibt 12 Seiten, da müssen wir jetzt erstmal durchblättern. Hier könnt ihr euch schon mal ein kleiner Eindruck machen, was es so zu kaufen gibt bei uns auf dem Server. So, da sind wir auch schon bei Seite 12 angekommen. Hier ist das gute Stück, was ich euch zeigen wollte. Aktuelles Speed-Angebot oder Sofortkauf, wer es schon hat. Kommt immer darauf an, wie gut mein Kopfgeldjäger ist auf unserem Server. Hier seht ihr den ganzen Blueprint als Detail festgelegt. Viel Spaß beim Bieten oder bei der Kopfgeldjagd für die verschiedenen Credits. Die Macht mit euch sein. Ciao, ciao.